Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Video über das Blockflötenspiel. Heute soll es gehen um tiefe Töne und Doppellöcher bei der Blockflöte. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich heiße Vera Petri und gebe euch Tipps zu schönem und gutem Blockflötenspiel. Aus der Schweiz hat mich gebeten, doch einmal ein Video zu drehen über das Greifen und Spielen der Doppellöcher auf der Blockflöte. Und das möchte ich gerne tun. Da freue ich mich sehr über diesen Vorschlag und möchte dann auch gleich im Allgemeinen etwas über das Spielen der allertiefsten Töne auf der Blockflöte erzählen. Falls ihr jetzt eine Blockflöte habt ohne Doppellöcher hier, könnt ihr trotzdem weiter zuhören, denn wie gesagt, erst erzähle ich was über die tiefen Töne im Allgemeinen und wie ihr die entspannt herausbekommen könnt. Also erstmal wichtig ist eure Gesamthaltung des Körpers, dass die aufrecht ist im Stehen und im Sitzen und dass ihr dadurch eure Flöte ungefähr in einem, ich weiß nicht wie viel Grad, das sind 30 Grad Winkel halten könnt, also nicht so ganz hoch. Das machen Kinder manchmal, wenn man sagt, halt doch mal deine Flöte etwas höher, dann machen sie gerne so, was natürlich Spaß macht. Und ich habe noch kein Kind erlebt, das das nicht macht in dem Moment. Aber zu tief ist natürlich auch schlecht. Und zwar, und das habe ich ja in einem vorigen Video schon mal erklärt, im Idealfall das Gewicht der Blockflöte, um sie zu halten, auf den Lippen und dem rechten Daumen lastet, sodass ihr eure Spielfinger ganz entspannt bewegen könnt. Wenn ihr die Flöte zu niedrig haltet, dann ist es eigentlich unmöglich, um sie mit den Lippen und dem rechten Daumen zu halten. Und dann würde sie runterfallen. Ja, auf jeden Fall. Das ist erstmal wichtig, damit die Finger der rechten Hand entspannt sind. Ja, und jetzt sage ich rechte Hand, aber oft wird, wenn man die tiefen Töne ausprobiert und da etwas nicht so richtig klappen will, manchmal ist das ja auch so, an einem Tag klappen die gut und am anderen wieder nicht und man weiß eigentlich gar nicht wieso, aber oft wird dann die linke Hand stiefmütterlich behandelt. Man verliert sie buchstäblich aus dem Auge und hat möglicherweise die linke Hand verkrampft, weil man da unten was probiert. Also ich habe es schon häufiger erlebt, dass die tiefen Töne bei einem Schüler oder einer Schülerin nicht schön rauskommen wollten und dass dann hier der Ringfinger ein Stückchen geöffnet war oder der Zeigefinger sogar, dass man unten fast reingucken kann. Das passiert nämlich, wenn ihr die linke Hand verkrampft und dann möglicherweise statt so einer offenen Haltung hier so gedreht habt, fest und dann dreht sich dadurch dieses Loch auf. Also Vorsicht bei tiefen Tönen, achtet auch auf eure linke Hand. Natürlich müsst ihr auch schauen, ob euer Fußstück richtig eingestellt ist, ja, dass ihr das so dreht, dass ihr gut drankommt mit dem kleinen Finger, ohne ihn zu sehr strecken zu müssen oder dass das untere Loch so weit nach außen gedreht ist, dass ihr jedes Mal, wenn ihr dass einfach das tiefe F in dem Fall oder bei einer Sopranblockflöte wäre das C, greifen wollt, dass ihr immer so an die Seite gehen müsst. Also das müsst ihr rausbekommen, wie ihr das dreht, dass sich das entspannt anfühlt, dass der kleine Finger, ich habe das jetzt auch schon wieder zu weit innen, weil ich das verstellt habe, dass der kleine Finger da entspannt drankommt, ohne dass man irgendwas verändern muss. Falls ihr das nicht drehen könnt, ist das im Idealfall schon richtig angebracht an der Stelle, wo die meisten Leute zurechtkommen. Aber ideal ist natürlich, wenn ihr das drehen könnt. Dann sollten eure Finger, wie gesagt, entspannt sein. Und dann versucht mal, wenn ihr tiefe Töne spielt, eine Mundstellung zu haben wie bei einem U. Also mit einer offenen inneren Mundstellung. Und nicht feste zu blasen. Ja, diese tiefen Töne vertragen nicht viel Druck, die vertragen viel Luft, dass sie schön voll und rund klingen, aber nicht viel Druck. Also blast langsam und nicht schnell. Nun wollen wir mal schauen, wie man die Halbtöne gut spielen kann mit den halben Löchern hier. Beziehungsweise, wenn ihr eine Blockflöte habt, wo gar keine Doppellöcher drauf sind,
wie zum Beispiel diese Ganassi-Blockflöte. Die hat ja gar keine Doppellöcher und trotzdem kann ich da die Halbtöne spielen, indem ich Löcher eben nur halb schließe. Und jetzt schauen wir mal, warum das manchmal eventuell nicht klappt und wie ihr diese Bewegung richtig ausführen könnt. Versucht nämlich, eure Finger, wenn ihr einen Halbton spielen möchtet, also aufs halbe Loch wollt in diesem Fall hier, zu beugen, den einzelnen Finger, den ihr benutzt. Also in dem Fall wäre das jetzt G und ich möchte Gis spielen. Dann beuge ich meinen Finger, hebe ihn an und setze ihn wieder drauf. Und wenn ich wieder das G spielen möchte, strecke ich ihn wieder ein bisschen mehr und lege ihn aufs G drauf. Es kann sein, wenn ihr diese Sachen ausprobiert, dass ihr, so wie ich das jetzt beim Vormachen auch ständig mache, dass ihr drauf guckt so und dann ausprobiert. Das ist auch völlig okay, aber ihr müsst auch immer mal wieder probieren mit der Flöte im Mund, so als ob ihr gleich spielen wollt und es dann nicht sehen wollen, sondern fühlen. Ganz einfach, weil das nochmal eine extra Dimension ist, dass ihr es nochmal besser vertieft und weil ihr beim Spielen ja auch nicht kurz mal drauf gucken könnt. Es kann dann auch passieren, dass alles perfekt liegt und dann nehmt ihr die Flöte in den Mund und dann geht es nicht. Also anstelle von Strecken der Finger und dass ich die ganze Hand schieben muss, das ist nämlich die andere Variante. Also ihr verkürzt euren Finger quasi, indem ihr die ganze Hand schiebt und der Finger bleibt so gestreckt, wie er sonst auch ist. Der Nachteil ist, dass ihr die gesamte Handhaltung eben ständig verändern müsst. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Ganzloch, wenn ihr wieder dann zum Beispiel G spielen wollt oder wenn ihr ein tiefes Fis hattet und ihr wollt wieder das F spielen, dass ihr dann zu lange braucht oder das Loch nicht wieder richtig trefft. Ich plädiere also für dieses Beugen oder Knicken eures Fingergelenks, also wirklich die Bewegung hier zu machen, anstatt die ganze Hand zu schieben. Es fällt mit dieser gebeugten oder geknickten Bewegung auch leichter, nicht zu verkrampfen in der rechten Hand, weil man einfach eine viel feinere Bewegung machen muss. Das ist ja ganz klein und fein. Das ist anders, als wenn ich die ganze Hand schiebe, sodass ich auch nicht Gefahr laufe, jetzt beim Hochschieben die Flöte so festzuhalten damit. Also ihr seid dann sozusagen gezwungen, diesen Finger so locker zu haben, dass er diese Bewegung auch ausführen kann. Wenn ihr jetzt eine Blockflöte habt ohne Doppellöcher, wie zum Beispiel diese Ganassi-Blockflöte hier oder vielleicht Konsortflöten im Ensemble, die gar keine Doppellöcher haben, dann geht das genauso mit derselben Bewegung. Hier kommt es ja vor, dass ich zum Beispiel eine Oktave spielen muss, indem ich schon das Loch halb öffnen muss, weil es sonst gar nicht richtig gestimmt wäre. Und da macht ihr genau dieses Gleiche mit der Bewegung. Wenn ich jetzt gar nicht vorher, bevor ich so einen Halbton spielen muss, den Ton direkt darunter hatte oder darüber, sondern aus einem Sprung drauf landen muss, also direkt auf diesem beispielsweise Gis, bei der Sopran wäre es Dis, oder auf dem tiefen Fis hier, dann sehe ich zu, dass ich schon diese Haltung habe von dem Finger, dass er eben auch leicht gekrümmt das Loch treffen kann. Wie zum Beispiel bei diesem Stückchen aus der Telemann-Sonate in F-Moll aus dem Getreuen Musikmeister. Da habt ihr das tiefe Ass unten zu spielen. Erst habt ihr das hohe Ass, das ist mit dem Finger ganz drauf unten. Das tiefe Ass ist mit dem Halbloch dann.
Und wenn ihr diese Drehbewegung macht, die ich nicht ideal finde, dann könnt ihr das auch spielen, aber dann ist meiner Meinung nach die Treffsicherheit viel geringer. Ja, soweit zum Spielen der tiefen Töne und der tiefen Halbtöne auf der Blockflöte. Ich hoffe, ihr könnt diese Tipps umsetzen und vielleicht einmal damit herumexperimentieren. Ich habe mich riesig gefreut für diesen Vorschlag, diese Doppellöcher zu thematisieren. Macht mir gerne weitere Vorschläge. Ich freue mich darüber und versuche alles umzusetzen, was ihr mir schreibt. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das kleine Glöckchen aktiviert, damit ihr auch Bescheid bekommt. Das kostet natürlich nichts. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal und sage bis dahin. Tschüss.